Seeds for my sweet, sugar for my darling. Ich bin der kleine Vorbuddler. Und ihr habt es bald geschafft. Ne? Ich bin es mal wieder, ihr merkt das schon. Ich bin mal wieder total gut drauf. Weil es ist heute die letzte Folge der Seeds an der Reihe. Weil es wird jetzt einfach mal langsam Zeit, dass wir an diese Abstimmung kommen. Und ihr mal hier diese besten Seeds, die euch am meisten gefallen, mal so auswählt, damit wir da mal in die Let's Play-Geschichte starten können demnächst. Deswegen, heute mache ich einfach mal so eine Kurzfolge nochmal hier mit einigen Schnellbegehungen einiger weiterer Seeds, die mir auch teilweise zugesandt worden sind. Und wie zum Beispiel dieser hier, ne? Ich sag jetzt auch gar nicht von wem der mir zugesandt wurde, damit ihr da nicht voreingenommen seid. Es könnte ja sein, dass ihr irgendwie sagt, den kenne ich, den mag ich nicht, ne? Der hat mir mal die Zunge rausgestreckt oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie empfindlich ihr so seid und wie ihr so drauf seid. Naja, auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, öffnet mal hier noch ein paar Seeds, macht das mal selber, ihr müsst jetzt mal wirklich auch mal ein bisschen was tun. Und ihr braucht da ja auch jetzt nicht so einen riesen Wind machen, ja, also ich mach da auch nicht, ich mach so ein Seed an und dann renne ich da ein paar Minuten drin rum und dann weiß ich doch meistens schon, ne, ist der jetzt echt völlig cool oder doch irgendwie nicht, ne, habe ich da jetzt praktisch eine emotionale Bindung zu, ne, denn die Emotionen, sie sind es ja auch, die uns Menschen von den Mobs unterscheiden. Ja, und das merkt, stellt man ja schnell nach hier. Guck mal, ich finde zum Beispiel den hier gar nicht schlecht, ne? Das ist Eureka 2011. Wohl offenbar nach einer Fernsehserie benannt. Eureka, die geheime Stadt, die ich persönlich jetzt gar nicht kenne, weil ich auch gar nicht so viel vor der Flimmerkiste so hänge. Ne? Ich spiele ja viel lieber Minecraft. So. Und wenn ich die Flimmerkiste einschalte, dann gucke ich natürlich nur Arte und so. Ist ja klar, ne? So, jetzt laufe ich hier mal hoch. Das ist echt nicht schlecht, ne? Also, guck mal, das hat auch so einen schönen Überhang. Da kann ich mir schon wieder vorstellen, dass man da irgendwas Hübsches draus macht. Die interessanten Täler auch mal ein bisschen mehr mit Sand, aber dennoch nicht so, dass man das Wüste nennen könnte. Oh, hier gibt es nochmal mehr so... Och, das ist ja wirklich gar nicht schlecht hier, ne? Also wie gesagt, wir haben ja jetzt schon einige Seeds angesehen und mir ist halt dann im Prinzip ist mir das dann Schnuppe, ne, wo wir dann bauen. Ich finde die alle ganz gut so, die ich ja so zeige. Da hinten auch der Berg ist auch schön, ne? Und hier diese Ebene. Ich finde die im Prinzip auch alle ganz gut hier. Ich habe auch meinen Favoriten, klar. Na, aber dann sage ich natürlich nicht, welcher das ist, denn ich möchte hier so uns, ne? Gleiche Geschichte wie eben, dass ihr völlig unvoreingenommen an die Sache rangeht und hier mal auch ein bisschen Hand anlegt und das selber erstmal euch so anguckt. Deswegen mache ich jetzt einen kleinen Cut. Jetzt hier bin ich jetzt in dem in einem Land, dessen Namen man sich sehr leicht merken kann. Das ist hier nämlich -57001811180171404404. Und ich hoffe, ihr habt euch den jetzt gut gemerkt. Das ist jetzt, dieser Seed hat auch eine Geschichte. Und zwar gibt es da online so ein Tool, das habe ich letztens entdeckt. Da kann man den Seed, den Ursprungsseed seiner Welt auslesen. Und da habe ich gedacht, das ist ja total praktisch. Dann nimmst du jetzt mal einfach aus meiner Let's Show Welt den Seed, den liest du da mal aus und dann gibst du den ein und dann freust du dich, dass du das gleiche Land nochmal hast. Und das hat natürlich, wie ihr schon das bemerkt hier, ich habe euch ja meinen ersten Spawnpoint ja schon mal gezeigt. Und ihr seht jetzt sofort, das ist hier etwas völlig anderes. Ne? Also die Welt, die hier rausgekommen ist, ich habe jetzt auch inzwischen die Koordinaten verglichen. Wollte da mal ganz auf Nummer sicher gehen. Und nee, das hat überhaupt nichts mit meiner alten Welt, mit meiner Let's Show Welt zu tun. Ich habe mir das hier schon ein bisschen angeguckt, also wirklich Reinfall, ne? Und ich glaube, das ist, ach, da ist ein Wolf. Nee, das war ein Schaf, da liegt noch die Wolle. Ich dachte, wäre über ein Schwein hergefallen. Hör mal du, ne? Ja. Jetzt kannst du wenigstens die Wolle mitnehmen, dann nehmen wir die eben mit. Das ist auch sehr schön, obwohl das jetzt hier gar nichts mit meiner Let's Show Welt zu tun hat, ne?
Aber irgendwie ist es schon wieder sehr abwechslungsreich. Wir können mal vielleicht da über den Hügel gucken. Nee, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich natürlich meine alte Welt, die ist auch wirklich tatsächlich sehr alt, ne? Das ist ja noch aus der Alpha-Phase, da gab es ja diese Möglichkeit mit den Seeds noch nicht. Ich denke mal, das ist dieses Online-Tool auch wirklich nur für Welten klappt, die seit, wann wurde das eingeführt? 1.3 Beta, ne? Ja, die seitdem existieren, ne? Da klappt das wahrscheinlich nur. Hätte ich auch vorher drauf kommen können, aber nun, ich probiere Dinge halt immer ganz gerne mal aus. Einige fliegende Blöcke hatten wir eben schon im Eureka mal gesehen. Das ist alles, wie ich schon mal sagte, immer so. Also es gibt da nicht die perfekte Welt. Also jetzt nicht sagen, oh, die Welt ist scheiße, weil dann fliegen ja die Blöcke rum. Ja, seid mal nicht so kleinkariert, ne? Das ist ja immer so eigentlich. Die kann man wegkacken. Das mache ich auch immer gerne. Da, wo ich dann spiele. Oh, das ist gut hier. Also so, hier war ich jetzt noch nicht. Ich hatte nur mal kurz reingeguckt und die Koordinaten abgeglichen, aber das ist ja auch nicht schlecht. Hier diese Durchgänge und so, ne? Also die Welten, die ich hier zeige, die muss mich jetzt mal selber loben, ne? Die sind ja auch wirklich echt erstklassig. Sowas sieht man ja im ganzen Internet sonst nicht. Ah. So, Leute, meine Worte bitte nicht immer absolut auf die Goldwaage legen, ne? Also ich erzähle auch manchmal einfach mal einen Blödsinn. Mal bewusst, mal unbewusst. Ne? Also, ne? Das ist, also, ist heute mein Lieblingswort. Ich kann es gerne nochmal sagen. Ja, das ist schön, ne? Also, mir gefällt es hier auch. Also, das hat was. Das hat was. Trotzdem, ich überlasse euch jetzt wieder die Arbeit, dass ihr jetzt hier mal was tut. Und, wie gesagt, die Nummer habe ich euch gesagt. Die -57001811801710414404. Das Minus davor nicht vergessen. Und dann könnt ihr loslegen. Guckt euch das an. Der Poll oder die Umfrage, ne, die läuft jetzt ja zeitgleich, startet die mit diesem Video. Und die läuft jetzt auch mehrere Tage. Ihr habt jetzt Zeit, euch alles in Ruhe anzugucken und zu entscheiden, welchen Seed ihr denn nun wirklich wählen sollt. Und ich glaube, ich mache das auch so, dass ihr zwei Stimmen abgeben könnt. Also ihr könnt für, wenn ihr euch überhaupt nicht entscheiden könnt, da hinten, dann tut sich immer noch was. Wenn ihr euch überhaupt nicht entscheiden könnt, dann könnt ihr auch mal zwei Stimmen abgeben. Natürlich ist da dann auch hier so ein Block drauf, dass ihr jetzt nicht 10 Stimmen hintereinander abgeben könnt, sondern ihr müsst da immer einen gewissen Zeitraum warten. Ich bin da gar nicht so streng, also Hauptsache, da kommen mal ein paar Stimmen rein. Jetzt pusht euren Seed nicht so nach vorne. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Das läuft doch meistens immer so. Und hinterher haben wir auf jeden Fall eine schöne Welt. Also, das seht ihr auch diese hier. Das ist jetzt echt voll die Überraschung, finde ich. Eine angenehme Überraschung. Obwohl ich sage jetzt wieder nicht so viel, weil, wie gesagt, dann seid ihr wieder voreingenommen und wollt mir einen Gefallen tun. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr völlig so aus euch heraus alles Entscheidungen trefft, ja. Und wir werden dann in der Let's Play-Geschichte schon irgendwie viel Spaß haben, egal wo. Und zwar bin ich nochmal inspiriert worden. Gestern kriegte ich nämlich eine Videoantwort von dem Daylight-Zocker, der auf mein letztes Video von den Seeds angesprungen war, wo ich ja einige, ja, wo ich den so von viel von Gothic erzählt habe, von dem Computerspiel Gothic. Der Daylight-Zocker, der hat dann auch noch Minental und Corinnes als Seeds eingegeben und davon Videos gemacht. Das könnt ihr euch angucken. Und das hat mich halt dazu inspiriert, jetzt auch einfach nochmal mal ein meiner Lieblingsbegriffe aus Gothic hier zu nehmen und einzugeben. Und zwar habe ich mir gerne im Hafenviertel von Corinnes in Gothic 2 eine Fischsuppe bei Edda geholt. Das war immer so ein Highlight. Da kam man abends immer hin und dann konnte man sich eine Fischsuppe essen. Und das hatte immer so etwas von, ja, ich komme abends nach Hause und hier habe ich Leute, die mich kennen, die mich mögen und versorgen. Ob ihr es glaubt oder nicht, die Edda, die hat mir sogar angeboten, dass ich mal bei ihr übernachte. Was ich natürlich nicht getan habe, denn
Natürlich war ich ja schon vorher in dem Bordell und naja, mehr Details möchte ich euch jetzt nicht nennen, aber das kann ich euch schon mal sagen, dass dieser Seed jetzt hier Fischsuppe ist. Fischsuppe, ja? Ganz normal und da passt jetzt auch ganz gut, sehe ich gerade. Manche sagen jetzt natürlich, oh, das ist so flach, ne? Weil ich hatte auch die Tage irgendwann mal gelesen, jemand fragte mich, ob ich nicht einen Seed kennen würde, der ein bisschen flacher ist, der nicht so viele Berge hat und der, das trifft ja hier nun wirklich zu. Also hier ist doch eine ziemlich große Ebene. Das ist auch schön, dass sie so ein bisschen durch Gebirgszüge begrenzt ist. Das sieht optisch ganz gut aus. So, aber die Ebene, die kommt auf jeden Fall schon mal sehr gut daher. Ne? Und das kommt daher, dass sie eben sehr eben ist. Hier ist noch mehr Ebene. Das scheint hier also wirklich ziemlich flach. Also, wenn der oder diejenige zuguckt, die mich da letztens gefragt hat, ob ich sowas kennen würde, was Flaches, Fischsuppe sei dir mal ans Herz gelegt. Bietet sich natürlich an, auch für irgendwelche Projekte. Was ist das denn da? Achso, das ist da nur so. Das sah jetzt, als hätte da, sah jetzt aus, als hätte da innen schon jemand Zaun hingestellt. Das kann natürlich nicht sein. Das wäre jetzt natürlich ein Ding, ne? Also nicht, dass mir jetzt hier einer von euch entgegenkommt. Na, dann falle ich hier vom Glauben ab. So. Ja, das ist auch mal wieder was völlig anderes. Die Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Mir gefällt der auch, wie die mir alle irgendwie gefallen. Die haben alle irgendwas. Irgendwas Spezielles. Ne? Und, ja, ich würde auch sagen, ihr wisst jetzt alles, was ihr wissen müsst. Es liegt jetzt an euch, mitzumachen bei der Umfrage. Vorher euch genau zu überlegen, damit wir keine Fehler begehen in der Entscheidung, welchen Seed ihr nur nehmen wollt. Und dann könnt ihr voten, 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 was das Zeug hält. Ich werde an dem Voting ja eh nicht teilnehmen, das ist klar. Das ist nur eine Sache für euch. Ich werde da höchstens mal testweise irgendwie mal dran rumspielen, um sicher zu gehen, dass alles gut funktioniert. Denn ich habe dieses Plugin, was ich da benutze, noch nicht benutzt. Und ich hoffe, das funktioniert alles richtig. Aber da machen wir nicht so viel Wind rum. Das läuft jetzt einfach ein paar Tage und dann werden wir schnell sehen, ob sich da was rauskristallisiert. Und dann will ich da auch jetzt nicht so ewig lange da die Stimmen abzählen und so unheimlich ernsthaft da rangehen mit Notar und allem drum und dran, ja. Wir entscheiden uns einfach zügig mal irgendwie und dann fangen wir mit der Let's Play-Geschichte an. Vorher... Das ist jetzt schon mal ganz klar, werden wir, ich wahrscheinlich morgen schon, also am Mittwoch, mit der nächsten Staffel Let's Show anfangen. Und da begeben wir uns ja auf die Reise nach M. Lomar. Guck mal, es hat doch Schluchten und Berge hier, ne? Also, man muss, wie gesagt, einfach mal ein paar Minuten rumrennen. Huch. Ja, hübsch, ne? Ja, die Let's Show geht los, morgen. Mittwoch, den, was weiß ich, 5., ne, 4. Mai, ne? Und, da hoffe ich, dass ihr dann dabei seid. Das wird, da hinten brennt wieder ein Wald. Ich glaube es ja nicht, ne? Ja, das werde ich mir dann gleich nochmal in Ruhe angucken. Wenn das Video zu Ende ist. Wir sehen uns dann halt morgen wieder und macht bei der Umfrage mit auf minenarbeit.de. Den Post lasse ich auch erstmal ganz oben stehen, damit ihr den auch schön findet. Ich weiß ja nicht, in welchem Zustand ihr gerade so seid. Ja gut, dann freue ich mich dann auf das Ergebnis und dass wir demnächst hier mal gemeinsam die Schaufel rausholen und mal loslegen. Ideen habe ich genug. Also, macht's gut, schönen Tag noch und ja, alles klar, ciao.